Hallo und Servus aus dem Münchner Süden. Mein Name ist Jennifer Witthelm. Ich bin Learning und Development Professional und die Macherin des Blogs Lernen in Geil. Und heute spreche ich endlich mal mit Thomas Jennewein von SAP. Wer sich ein bisschen mit LinkedIn beschäftigt, wer ein bisschen Learning und Development interessiert ist, der ist an ihm wahrscheinlich noch nicht vorbeigekommen, weil er, ich würde mal sagen, bekannt ist wie ein bunter Hund in der Szene. Und Thomas, da interessiert mich natürlich als erstes von dir, wann kam denn diese Einsicht, dass ihr im Bereich von SAP Learning und Development so aktiv sein wollt, so sichtbar sein wollt, dass ihr da ja wirklich bekannt seid wie ein bunter Hund? Guten Morgen. Hallo, guten Morgen zusammen. Die Einsicht, Frage ist immer, wer hat die Einsicht? Die SAP ist keine Person, es sind ganz viele Menschen. Du bist die Einsicht, ich vermute. Keine intergalaktische Strategie, ich denke, was klar ist, dass bei uns im Ökosystem ist einfach viel Lernbedarf und Bedarf, ne, für alle möglichen Rollen, ob das jetzt ein SAP-Berater ist, der sie in den Produkten fit macht, ob es ein Nutzer ist, den wir helfen müssen oder den Firmen helfen wir, ihre Nutzer zu befähigen rund um unsere Software, die Prozesse, die sich dabei ändern. Ich meine, ich war früher in der internen Personalentwicklung, auch da gab es natürlich immer, gerade im IT-Bereich gibt es immer viel Lernbedarf. Ne? Und ich denke, das beste Lernangebot bringt eigentlich nichts, wenn es niemand weiß oder niemand kennt oder niemand versteht. Daher ist so eine Rolle schon wichtig, die das erklärt, was gibt es überhaupt und so ein bisschen das Ökosystem entwickelt. Apropos erklärt, wie erklärst du denn, was du jeden Tag so tust bei SAP auf einer Netzwerkveranstaltung oder beim Kaffeekränzchen mit der Omi? Wie kann man das gut greifen, was du eigentlich den ganzen Tag machst? Ja, ich denke, muss man sich unterscheiden. Wir haben ja alle tolle Titel, die aus irgendeinem Jobkatalog kommen. Also ich bin Business Development Manager. Das ist eine relativ, würde man sagen, breite Rolle, die auch, denke ich, immer unterschiedlich interpretiert wird. Aber okay, in einem Satz helfe ich auch, unser Lernökosystem zu entwickeln, helfe Kunden, ne, sich in SAP fit zu machen. Da gibt es ein paar tolle Buzzwords, aber das versteht nicht jeder. Ne? Adoption ist zum Beispiel eins der Themen, die gerade im Software-Kontext immer wichtiger ist. Ne? Also dass die Firmen und die Nutzer einfach die Software verstehen, die Prozesse verstehen und ich denke, dann da auch den maximalen Benefit rauskriegen aus ihrem Investment. Aber Adoption ist leider immer so ein Kunstbegriff, das kapieren einfach nicht wirklich alle. Also daher so einfache Sachen, wie sich fit zu machen in den Themen, die uns betreffen. Du hast jetzt schon mehrmals vom SAP-Ökosystem gesprochen. Ich kenne jetzt verschiedene Ökosysteme, weiß ungefähr, was Siemens unter dem Ökosystem versteht, dem Lernökosystem. Was beschreibt denn SAP mit einem Ökosystem? Also, da können wir jetzt auch einen eigenen Podcast machen. Da habe ich witzigerweise in meinem eigenen Podcast, im Education Newscast, das Thema haben wir schon ein paar Mal behandelt. Ich denke, man kann aber schon unterscheiden zwischen allgemeinem Ökosystem und dann halt Lernökosystem. Mhm. Na, also, Ökosystem ist natürlich sowas, klar, kommt aus dem Systemischen, ist eine Metapher, ist etwas, was sich immer weiterentwickelt. Das ist bei uns, bei SAP, bei so einem Softwarehaus, ist da vor allem wichtig das sogenannte Partner-Ökosystem, wo es wieder ganz unterschiedliche Partner gibt. Da gibt es Partner, die Software einführen, ne? Wie so Firmen wie GP Strategies oder andere zum Beispiel. Da gibt es aber auch Entwicklungspartner, die Software entwickeln auf der Plattform. Da gibt es Schulungspartner, das ist jetzt im engeren Kontext. Da gibt es Vertriebspartner. Und die ganzen Partnerrollen sind eigentlich wichtig, um so was zu skalieren, ne? Ein Angebot von der Firma. Ne? Das sehen wir ja bei App-Marktplätzen so, oder noch bei anderen Ökosystemen. Bekannt ist sicher auch Amazon-Marktplatz-Ökosystem. Und da ist Lernen natürlich ein wichtiges Element. Ne? Da kann man sicher ein bisschen unterscheiden zwischen Lernökosystem, das guckt nur auf Lernen, und allgemeinem Ökosystem. Mhm. Und wir gucken schon auf das allgemeine Ökosystem, weil das für uns so wichtig ist. Ihr startet jetzt wieder eure Learning Circle Experience im September. Habt ihr schon mal gemacht? Und wenn ich Lernzirkel lese, dann klingelt bei mir natürlich gleich Working Out Loud und LernOS als Format. Und da würde mich jetzt erstens interessieren, was ist es bei SAP? Und zweitens, inwiefern ist es bei euch ans Ökosystem oder ans Lernökosystem angekoppelt? Okay.
Ja, also für mich ist LernOS so eine Weiterentwicklung von Working Out Loud. Im Endeffekt war Working Out Loud halt mal ein Ansatz, um so Vernetzung unter anderem Social Media zu lernen. Und LernOS hat ein bisschen andere Bestandteile, ist auch Open Source und da gibt es ganz verschiedene Themen noch, ne? Da gibt es so Themen wie Sketchnoting, Podcasting oder jetzt die, die wir ausgewählt haben. Und genau, wir orientieren uns an dem LernOS-Framework. Wir unterstützen das auch schon länger, auch dann Simon und seine Firma, weil ich finde das super, dass sich hier der Markt weiterentwickelt. So abstrakt gesprochen geht es darum, selbstorganisiertes Lernen, kollaboratives Lernen. Und das ist ja was, was meiner Meinung nach immer noch viel stärker neben dem Formellen weit ausgebaut werden sollte. Genau, also wir orientieren uns an LernOS. Das war jetzt auch, glaube ich, ein Teil nur der Frage, oder? Was war der andere Genau. Teil der Und inwiefern ist es Frage? ans SAP-Ökosystem oder Lernökosystem angeschlossen? Die Antwort ist, wie kam es jetzt dazu, ne? Und es gibt eben verschiedene Kollegen, die jetzt bei SAP natürlich irgendwas mit Lernen machen. Unter anderem der Gerd Stumm, der hat so eine tolle interne Rolle, das Future Learning Lab, und versucht da unter anderem eben auch immer neue Lernansätze, Lernmethoden, ja, immer mit dem Ziel, SAP-Mitarbeiter weiterzuentwickeln oder denen zu helfen, sich selbst weiterzuentwickeln. Und wir unterstützen schon länger LernOS. Wir haben gesagt, ja, lass uns das mal ausprobieren. Und dann war natürlich schnell der Punkt, dass wir das jetzt nicht nur SAP intern machen. Also ich weiß, andere Learning Circle Programme oder Learning Circle Experiences, das ja genannt waren, stark auf eine Firma fokussiert. Wir haben gesagt, ja, dann lass es doch gleich für das ganze Ökosystem machen. Also für Mitarbeiter, Kunden und Partner. Weil dann hast du eben dazu noch den Vorteil, dass die verschiedenen Gruppen sich vernetzen und voneinander lernen. Und wie seid ihr jetzt genau auf die Themen Getting Things Done und Prozessmodellierung und digitale Zusammenarbeit gekommen? Warum jetzt gerade die drei? Also Prozessmodellierung, weil das natürlich schon so ein Bezug zu unserem Ökosystem, also unserer Community. Bei SAP Software geht es um Prozesse, um irgendeine Verwaltungssoftware, eine Management-Software, die hilft, ob das ist für Mitarbeiter, für Kunden, für Logistik, was auch immer ist. Und da kommst du eigentlich an dem Thema nicht vorbei, dass du auch Prozesse lesen kannst, beschreiben kannst und so weiter. Da haben wir gedacht, das ist natürlich eine tolle Kompetenz, die man da, wo wir helfen können, dass sich da die Menschen entwickeln. Ein anderer Player bei uns in der Programm ist auch die DSAG Academy. Das ist unsere Akademie, unsere Nutzergruppe, ne, wo sich alle Kunden vereinigen. Und die machen auch immer jährlich so Lernbedarfsanalysen. Und da war das übrigens auch ein Thema, was so auf der Liste steht, neben vielen anderen Themen. Und haben wir gesagt, okay, also Prozessmodellierung macht auf jeden Fall Sinn, ne? Ist nah an SAP. Das nächste Getting Things Done hatten wir letztes Mal schon. Ich würde mal sagen, Produktivität, Selbstorganisation, sich besser zu managen. Das ist ein Evergreen, ne? Da kann man immer besser werden, jetzt gerade in der ganzen Informationsüberflutung. Und kam auch damals gut an in der letzten Runde. Da haben wir gesagt, bieten wir an, und auch gern können sich da auch Teams vertiefen. Und dann hatten wir neulich, war ja die LernOS-Con, also ein Barcamp für alle, die sich an LernOS sich da dafür interessieren. Und da habe ich noch einen neuen, haben wir noch einen neuen Leitfaden kennengelernt zu digitaler Zusammenarbeit. Und habe gedacht, das ist für unser Ökosystem natürlich auch sehr interessant, ne? Manche sind da vielleicht schon weiter, manche machen immer noch viel E-Mail und PowerPoint und Excel. Und ich denke, da kann man sich ja auch sich schön weiterentwickeln, ne? Und vor allem halt auch die Tools richtig einsetzen, weil es geht eigentlich nicht so nur um die Tools, sondern vor allem um Methodik auch. Also ich mache im September dann auch mit bei Prozessmodellierung und da lerne ich dann Flowcharts lesen und so weiter. Ist das richtig? Unter anderem, Unter genau. anderem. Und wenn ich jetzt so ein technisch-fachliches Thema mir da so vor Augen halte, also organisiere ich mich dann in der Lerngruppe selbst und auf der anderen Seite habe ich so ein technisch-fachliches Thema. Ich bin gespannt, wie ich das verstehen werde oder besser verstehen werde, wenn ich eigentlich gar keine Trainerexpertise habe. Wie siehst du das?
Ja, also es gibt jetzt keinen Trainer, wo du dich hinsetzt und dann gibt es eben 3 Tage und da gibt es nur PowerPoint-Präsentation. Also es baut eben stark auf selbstorganisiertes Lernen. Ich kann nur kurz mal vorstellen, oder wie es Ja, abläuft. klar, gerne. Das Gute an als der Learning Circle Experience finde ich ja, dass man da jetzt nicht nur irgendwelchen Gruppen sagt, guck mal, da sind so Guides oder so Art Workbooks, also Leitfäden werden die auch genannt. Und da könnt ihr euch mal dran entlang hangeln, sondern du bildest da nochmal einen Rahmen. Also wir machen ein Kickoff-Event am 12. September. Da können dann auch alle, die mitmachen, sich ihr Thema auswählen. Wir tun dann auch gleich die Lerngruppen zuweisen. Das ist immer so ein bisschen natürlich eine Challenge, ne? Wie findet sich eine Gruppe, gerade wenn es von Mitarbeiter, Partnern und Kunden ist. Und wenn sich die Gruppen dann gebildet haben, dann arbeiten die eben die Leitfäden durch und das sind dann verschiedene sogenannte Sprints. Also triffst dich einmal pro Woche und hast dann immer Aufgaben, Hausaufgaben, Übungen und nochmal reflektierst du die in dem kurzen Meeting. Es geht vielleicht 1 Stunde, ne? Die Hausaufgaben und die Übungen, die gehen vielleicht auch so 1 Stunde rum. Und dabei ist eben immer auch so ein bisschen Lektüre, das in irgendein Thema eingeführt wird. Ne? Und durch die Learning Circle Experience geben eben so ein bisschen Guidance außenrum. Also wir haben dann einen Boxenstopp in der Mitte, wo man doch mal Fragen stellen kann, wo vielleicht die ersten Ergebnisse geteilt werden. Und am Ende gibt es nochmal so eine Retrospektive, die ist am 9. Dezember, wo alle dann sich feiern und nochmal reflektieren. Was wir auch gesehen haben, dass sich manche schon ein bisschen mit dem total selbstorganisierten schwer tun. Klar, manche, die machen ein Web-based Training oder so, da kannst du dich auch einarbeiten oder kannst ja ein Buch lesen. Das Tolle hier ist ja, du triffst dich regelmäßig, hast immer so ein bisschen den Peer-Pressure, aber auch die Reflexion mit den anderen und machst da kleine Häppchen und jetzt nicht 3 volle Tage und das war's. Aber natürlich kann sein, dass irgendwelche Fragen offen stehen. Deshalb, was wir anbieten wollen, sind so Ask Me Anything Sessions, also dass Experten kurz offene Fragen zu dem Thema, vielleicht eine kurze Intro geben auch. Da hast du so ein bisschen formellen Charakter. Also das war jetzt so die Antwort auf die Frage, wie kriege ich es denn beigebracht? Also du bringst es dir selbst bei. Wir haben aber doch Experten, die ab und zu zur Verfügung stehen, um Fragen zu beantworten. Also wenn du sagst ab und zu, dann bin ich beruhigt, weil das klingt für mich, dass es auch ein bisschen weiter in der Lernreise dann mal vorkommt, dass ich jemanden was fragen kann. Beim Kickoff würde ich wahrscheinlich noch gar nicht wissen, welche Fragen ich stellen will. Genau, gerade die Ask Me Anything Session, genau, die machen wir nicht gleich am Anfang. Wir sind da noch ein bisschen am Hasseln, wollen natürlich irgendwie die digitale Plattform zur Verfügung stellen. Letztes Mal hatten wir LinkedIn, vielleicht nehmen wir die doch wieder, wo man Fragen stellen kann. Aber natürlich ist so eine Live-Session mit einem Experten oft auch ganz angenehm oder gut, um Fragen loszuwerden, vielleicht auch einen kurzen Input zu bekommen. Ihr habt diese Learning Circle Experience, vielmehr habt ihr in Q4 2021 schon angeboten. Was waren denn da eure Learnings daraus? Unter anderem, glaube ich, nicht in Q4, also zumindest nicht Oktober bis Jetzt machen wir Dezember. es trotzdem wieder, Ja. ne? In Kofi. Zumindest so, also Ja. Q3, Q4, ja. Ja, genau. Also Ergebnisse waren eigentlich zuerst mal echt gut. Wir hatten den ersten Durchgang, die erste Iteration war international, also fast 300 Menschen aus 36 Ländern. Da war so ein bisschen das Learning, das ist schon aufwendig mit den verschiedenen Zeitzonen. Und Vor Sprachen wahrscheinlich allem, auch, oder? und Sprachen? ja, wir haben es einfach in Englisch gemacht. Also Okay. das ist jetzt nicht das Thema. Und manche Zirkel, die sich dann jetzt wieder in Deutschland getroffen, die haben halt dann selbst gewählt, welche Sprache die machen. Das war jetzt nicht so das Thema. Also war in Deutsch und Englisch. Wenn sich jetzt in Indien vielleicht eine Gruppe getroffen haben, können die, obwohl die reden auch Englisch, aber sagen wir jetzt in Italien, die auch Italienisch reden können. Was waren da Learnings? Also Learning war zum Beispiel 65% wollte GTD, also ein großer Bedarf. Wir hatten ein bisschen Herausforderungen beim Onboarding, also da hat man schon ein bisschen Dropout, das mit dem selbstorganisierten sich finden, auch sich selbst organisieren vor allem. Nicht, das sind halt ein paar, ich würde mal sagen, auf der Strecke geblieben. Wir hatten dann noch ein paar Dropouts halt, weil das Gute daran ist, finde ich, dass du viele kleine Treffen hast, also ein Meeting pro Woche, das kriegst du immer unter.
ist halt besser wie ein Dreitagestraining. Auf der anderen Seite musst du eben dranbleiben. Ne? Also das hat wie alles vieles im Leben Vor- und Nachteile. Da haben wir halt zwischendurch ein paar Dropouts gekriegt. Und der Q4 war für manche ein bisschen Thema. Deshalb haben wir es jetzt so 2 Wochen nach vorne gezogen, dass es wenigstens nicht mit Weihnachten und Ende rauskommt, zusammenkommt. Ich meine, sonst, das war so, denke ich, am Ende teilweise noch im Lockdown und am Ende so Corona ist noch nicht vorbei, aber da waren alle so, so relativ, ja, ich würde mal sagen, war das schon viele betroffen. Und also für viele war das jetzt auch mehr, wie jetzt nur was zu lernen. Ne? Die Vernetzung war toll, das Treffen von anderen Menschen, vor allem auch mal informell andere kennenzulernen, sich auszutauschen, obwohl es vielleicht Events gar nicht möglich waren. Auch das Lernen von Kunden und Partnern, also da das Netzwerk zu erweitern, also kam sehr gut an. Der Peer-Pressure wurde auch öfters genannt, also das wie beim Coaching, ne? Da ist einer der Erfolgsfaktoren auch, dass du immer wieder dein Meeting hast mit deinem Coach. Spätestens ein paar Stunden vor musst du dich darum kümmern und deine Hausaufgaben, deine Übungen machen. Das waren so die verschiedenen Learnings. Ich denke, das Matching ist immer noch so eine Challenge, gerade wenn du es im Ökosystem hast, mit Kunden und Partnern und Mitarbeitern. Also es geht jetzt nicht so einfach per Teams. Es gibt ein Tool, den Peer Finder, aber der geht da auch noch nicht so 100%. Daran arbeiten wir eben. Das war nicht so, so jetzt mal im Schnellüberblick. Vielleicht können wir den Blog von mir in die Shownotes hängen. Auf Da jeden habe Fall, ich so ja. mal ausführlicher beschrieben, was so die Learnings waren. Was ist denn so die Verteilung? SAP-Mitarbeiter, Partner, Externe, machen da 2 SAP-Mitarbeiter mit und der Rest ist extern oder wie ist bei euch so die Statistik? Also da war die Statistik im letzten Mal ein halb Mitarbeiter und dann die andere Hälfte hat sich auf Kunden und Partner aufgeteilt. Wir haben versucht beim Matching, dass Leute nicht aus einem Team waren. Das war jetzt ein bisschen Arbeit. Das wollen wir jetzt nicht mehr so 1:1 machen, weil es einfach viel Aufwand ist. Aber dass immer auch Kunden und Partner und Mitarbeiter zusammen sind. Das ist ja gerade eins der wertvollen Themen, dass man sich hier untereinander vernetzt. Über die Unternehmensgrenzen und Silos hinaus. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ich bin im September dann dabei und ja, ganz neugierig. Was ist denn von deiner Seite und von SAP-Seite im Bereich L&D noch so zu erwarten demnächst? Habt ihr irgendwas im Petto? Da, wo ich jetzt herkomme, ist Kundentraining für Kunden und Partner. Wir hatten jetzt gerade unser Jahresforum. Natürlich gibt es einen Podcast, den gibt es jede Woche montags um 7:30 Uhr, einen Education Newscast. Wir haben regelmäßige Webinare, wo wir zum Schulungsangebot informieren. Ich meine, so größere Themen ist gerade, dass die Plattform weiterentwickelt wird, wie immer. Ne? Das hört da nie auf, wo man sich eben zu SAP und benachbarten Themen ja, fit machen kann. Open SAP kennt vielleicht manche. Das sind so Massive Open Online Courses. Aber wir haben jetzt eine neue Plattform, wo wir alle ja, Inhalte mehr und mehr zentral bundeln wollen. Da gibt es zum Beispiel auch schon für Studenten, ne, eine weitere Zielgruppe, wenn die sich in SAP fit machen wollen, gibt es die ersten Inhalte. Genau. Also, das ist ein Thema, was mir jetzt ad hoc einfällt. Große Themen. Also das Thema Community ist auch ein Thema, natürlich, was ich denke, ist an allen Ecken wichtig, aber jetzt auch gerade für unseren Bereich ist es was, was wir weiterentwickeln wollen. Also alle, die sich irgendwie mit SAP Weiterbildung im Weiteren und Engeren beschäftigen. Also da bieten wir einiges an, also auch so Ask Me Anything Sessions, zum Beispiel zu Change Management. Und gerade letzteres ist was, was wir jetzt gesehen haben, dass es relativ eng mit Weiterbildung auch zusammenhängt, natürlich immer. Ne? Wenn ich jetzt S4HANA ist so unsere neue ERP-Lösung und da rollt gerade eine Riesenwelle durch die Lande, wo die Firmen upgraden oder sich die Software gekauft haben und irgendwann muss sie halt einführen. Und das halt mehr wie jetzt irgendwie so ein technischer Switch, ne? Das ist ein riesen Change-Thema auch, neben einem Schulungsthema. Und die Themen zusammen zu sehen, auch da aufzuklären, Services anzubieten, wie man so einen Veränderungsprozess besser gestalten kann, das ist auch was, was wir machen. Also da bieten wir von alles Mögliche, von Informationen, Hilfe bei den verschiedenen Stufen eben oder Phasen in so einem Projekt.
Thomas, es hat mich riesig gefreut, dass wir uns endlich mal getroffen haben, wenn auch nur virtuell bisher, und dass wir mal schnacken konnten. Und ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ja, wir sehen uns spätestens im September, ne? So ist es. Da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich auch, Thomas. Vielen Dank. Ja, und ihr abonniert bitte meinen Podcast oder meinen YouTube-Blog. Die Podcast-Abonnierung geht natürlich über die typischen, üblichen Plattformen, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, und schaut sehr gerne auch auf meiner Homepage vorbei, www.lerneningeil.de. Ist es Podcast-Abonnierung oder Abonnement? Naja, egal.